Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team. Letzte Aufnahme für den Samstag. Wir gewinnen jetzt einfach mal beide Spiele und die restlichen 10 gewinnen wir dann am Sonntag. Punkt aus Nikola. Wir bleiben jetzt ruhig, auch wenn wir in Rückstand gehen. Und ja, Mertens hat im letzten Spiel, glaube ich, 3 Scorer-Punkte gemacht und macht jetzt auch wieder 3, oder? Wir gewinnen einfach, egal wie viele Scorer-Punkte er macht. So, interessante Formation. Mal gucken, ob er die spielt. Die enge 4-2-3-1. Ich spiele ja die Breite. Natürlich auch ein gutes Team. Cavani im Sturm. Ich weiß nicht, wer sich jetzt hier in FIFA 18 spielen lässt. FIFA 17 hat mir nicht so gut gefallen. Was ich mir überlegt habe, was ich vielleicht in FIFA 19 machen würde, wäre als Zweitteam, wenn Liga A und Serie A nicht so interessant sein sollten, mein Belgier-Team spielen. Darauf hätte ich irgendwie auch Bock, weil es gibt so viele geile Belgier in verschiedenen Ligen. Viele auch Premier League, denke ich. Dass das mal interessant wäre. Und ich habe halt auch noch nie ein reines Länderteam gespielt. Ich glaube, ich habe mal, also ohne Aufnahme, damals noch FIFA, es könnte auch FIFA 12 gewesen noch sein. Da habe ich, glaube ich, mal ein Deutschland-Team gespielt. Und nicht nur Bundesliga, sondern halt wirklich ein klassisches Deutschland-Team. Das war gerade ultra geil gespielt. Mega geile Vorlage von Felipe Anderson und wie dann Mertens den Volley reinmacht. Natürlich sehr schweres Tor. Sehr krass. Hier auch schön in Position gelaufen. Nice. Traumtor. So, und jetzt konzentrieren. Das war schlecht. Schwacher Pass vom Gegner, das gefällt mir. Haben wir Glück. Geile Schusstäuschung, geile Schusstäuschung. Und dann auch ein geiler Abschluss von Mertens. Oh, also wenn er sich so weiterspielen lässt, wenn er so weiterspielt, Mertens, dann ja, bleibt doch my boy. Nice. Schade, dass die Schusstäuschung nicht mit drin war in der Wiederholung. Zweites Tor von ihm. Vielleicht noch ein schnelles drittes und der bricht ab der Gegner, aber es ist halt immer nicht so einfach, da ein schnelles Drittes hinterher zu legen. Boah, da haben wir Glück. Dass da nicht der Anschluss fällt. Haben wir ein bisschen schlecht gespielt. Das war aber auch sehr schlecht vom Gegner gespielt. Schöner Schuss von Brozovic. Ist auf jeden Fall wichtig, den Gegner weiter unter Druck zu setzen, damit er halt gar keine Luft schnuppert und seine Moral tief bleibt. Schade, Risikopass. Fekir, der war ja wirklich auch quasi so eine Art Felipe Anderson in FIFA 17, wobei ich sagen muss, Felipe Anderson ist besser als Fekir in FIFA 17, schade. Man hat jetzt schon wieder die Vorlage. Da ist Cavani aber sehr gut am Ball geblieben. Ah, oh, verdammt.
War auch eine schwierige Position für den Abschluss von 3. Und ich glaube, Fekir ist Linksfuß, aber ich weiß nicht, wie Steiner auf den Schwachen hat. Ich dachte nur 3. Zum Glück ist Lichtsteiner da. Steht echt sehr eng, also es ist schwierig hier irgendwie cool durchzukommen. Hat er gedacht, dass er jetzt ein bisschen rumalbern kann mit Mbappé, dann hat er sich geirrt. Ein bisschen Glück gehabt. Wenn der jetzt auch noch reingegangen wäre von Mertens, dann herzlichen Glückwunsch. Schade, schade, schade. War kein schlechter Schuss. Eieiei, was spielen da für schlechte Laufpässe? Laufpässe. Für schlechte. Ja, Pässe halt. Distanzpässe, also über eine lange Distanz. Das war ja wohl total offensichtlich, dass der Ball nicht ankommt. Was? Das war doch eine saubere Grätsche. Das ist auch Ball gespielt. Scheint nicht so richtig zu wissen, was er dann auf außen machen soll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt packt er hier aber Schüsse aus vom Allerfeinsten. Sollte relativ. Das gefällt mir nicht so richtig. Okay, er kommt nicht angerannt. Das ist sehr schlecht von ihm, dann spielen wir halt kurz. Ei, 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 ei. Ja, absolut verdient. Diese, au, 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 au. Diese Führung, wie gesagt, Mertens hat nochmal einen schwierigen Abschluss, aber noch eine Chance, auch ein drittes Tor zu machen. Hätte natürlich gefreut, wenn er hier seinen lupenreinen Hattrick auspackt. Schade. Hätte ich vielleicht versuchen sollen, mit Gülham schon abzuschließen. Wollte ich zu vielleicht, vielleicht zu viel. Aber da macht Mertens. Es ist jetzt zwar nach deutschem Gebrauch kein lupenreiner Hattrick mehr, weil da keine Halbzeitpause dazwischen sein darf. Im Englischen ist es trotzdem ein Hattrick, da redet man einfach vom Hattrick, wenn man 3 Tore schießt. Aber trotzdem 3 Tore in einem Spiel, er darf den Ball mitnehmen und klar, zugegeben, der Abschluss war jetzt nicht wirklich schwer. Ich denke, die macht auch Icardi und fast jeder andere Spieler, der da steht, aber er hatte ja schon schwierige Abschlüsse in dem Spiel. Und ja, es geht auch so, ne, um Stellungsspiel, deswegen Scorerpunkte an sich sind immer gut, das muss ich ja niemandem erklären. Ja, ist ein taktisches Foul, war mit Absicht. Und 3 Tore, nice. Mal gucken, wer die Vorlagen gespielt hat. Ich glaube, eine ist auf jeden Fall Brozovic gewesen, das müsste die letzte gewesen sein. Ich glaube, Brozovic hat sogar 2. Nee, ich glaube, Brozovic, El Shaarawy und Philipp Andersson.
Komm, Stellungsfehler. Hätte ich vielleicht sogar flach spielen können. Aber es war mir zu riskant. Schade. Eieiei, schon wieder so ein schwacher Pass. Der war nicht gut. Der war gut. Aber Ghulam. Sehr schöner Außenverteidiger. So eine Drehung, so eine Flanke, die kommt eigentlich nie gefährlich. Muss er schon Glück haben. Und wenn dann der Torhüter noch dabei ist, dann soll er eigentlich niemals da als Kopfball gewinnen. So, nicht an den Gegenspieler rankommen mit Mertens, das geht ins Auge. Stellungsfehler? Nee. Schade. Brauchen wir auch nicht wechseln in dem Spiel. Beim 3-0 schon bei unsere Wechselspieler. Das war genauso geplant. Ich wollte ihn mir nochmal schön auf den anderen Fuß legen. Und dann halt ein schönes Timeschuss, hat geklappt. Und ich glaube, Vorlage Mertens, das sind 4 Scorerpunkte in einem Spiel. Schöne Kameraperspektive. Guck mal, ob der Gegner abbricht, aber ich glaube nicht. Ja, ist auch schon zweite Hälfte dann einfach zu spät. Wird nicht mehr abgebrochen. Sollte er einen Anschlusstreffer schießen, gehe ich auf sehr defensiv. Aber ich denke, das werden wir auch so regeln können. Vielleicht machen wir noch ein, zwei Buden. Also einen haben wir jetzt noch gemacht, jetzt bricht er vielleicht ab. Der merkwürdige Griezmann-Jubel. Vorlage Philippe Andersson. Naja, bricht nicht ab, schade. 5 Tore, maximal rausgeholt, jetzt kein Gegentor mehr fressen, dann bekommen wir die meisten Münzen. Weil für Gegentore bekommt man abgezogen und man bekommt extra Bonusmünzen, wenn man zu Null spielt. Der sollte eigentlich nach, ja, zu Escharabi gepasst werden. Schade. Schön gesehen. CPU-Schuss von Mertens, habe ich nicht geschossen. Hat er selber gemacht. Wahrscheinlich, weil es so schnell ging. Ich frage mich echt, wovon das abhängt, ob man so einen CPU-Schuss bekommt oder nicht. Bei CPU-Kopfball, okay, kann ich noch gerade so nachvollziehen, weil man ihn ja nicht steuert, aber selbst da ist es ein bisschen merkwürdig, aber CPU-Schuss, das verstehe ich aber nicht so richtig, wovon das abhängt. Das war auch krass. Das war auch krass, weil er hat jetzt den 5. Scorerpunkt, ich wollte eigentlich zur Kamera und der Gegner bricht ab, okay. Er hat 10-0, klar.
War halt einfach geil gedribbelt und dann halt auch ein schöner Abschluss ins kurze Eck. Vier Tore und er hat, glaube ich, eine Vorlage noch. Zweimal Brozovic, Vorlagen, ja, dreimal Brozovic. Brozovic macht auch vier Scorerpunkte und Mertens macht fünf. Okay, Mertens, damit bleibst du erstmal ein paar Spiele bei uns. Ich glaube, mittlerweile, ich weiß nicht wieso, fühlt es sich auch besser an. Gerade im Abschluss. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich mich an sein Spiel ein bisschen gewöhnen musste, vielleicht meinen eigenen Spielstil ein bisschen ändern musste, dass ich halt versuche, mit Absicht mehr den Gegnern auszuweichen, um halt nicht an die ranzukommen, weil Körperkontakt hat er nicht so gern. Na? 7 Spiele und jetzt sind wir schon bei 13 Scorerpunkten. Das ist halt jetzt schon sehr, sehr gut. Gut, Mission haben wir jetzt zum Teil erfüllt. Wir haben erstmal das erste Spiel gewonnen, jetzt möchte ich noch mit der Bundesliga gewinnen und dann sind wir durch für heute. Werner müsste hat auch in letzter Zeit so viel Scorerpunkte gemacht, er hat jetzt auch wieder deutlich mehr also mehr Scorerpunkte als Spiele. Und Pulisic müssen wir schauen, ansonsten muss ich wieder zu Origi. Ich meine, Origi hat ja eigentlich gute Werte, sehr gute Werte. War jetzt auch nicht so, dass in dem letzten Spiel, wo jetzt ach du Gott. Okay, es sind jetzt nicht die überkrassen Informs, weil es sind auch Ones to Watch, die nicht geboostet sind dabei. Das sah nur auf den ersten Blick so schlimm aus, aber der Sturm ist trotzdem schlimm, weil er so schnell ist. So, konzentrieren, come on, das wird wahrscheinlich ein sehr schwerer Gegner. Wahrscheinlich nicht, was habe ich jetzt gewonnen? 5-0, werden wahrscheinlich nicht 5-0 gewinnen. Oder war es sogar 6-0? Bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ja, ich glaube, es war 6-0. Nee, es war 5-0. Mertens war, glaube ich, an jedem Tor beteiligt und Brozovic. Nee, Brozovic war, glaube ich, oder? Nee, Brozovic war nicht an allen Toren beteiligt. Oh, das hat er sehr gut gespielt. Und dann war mir fast klar, dass ein schlechter Kopfball rauskommt, aber es war auch nur. Oh, auf den wollte ich gar nicht spielen. Das war aber auch abseits. Hätte mit Pulisic einfach durchrennen sollen. Ich weiß nicht, warum ich da nochmal in den Lauf schicke. Das war nicht so schlau. Knapp. Scheiße, er ist super dribbelstark. Das nervt mich. Mist. Das wird ein sehr schweres Spiel. Alu und dann eigentlich Elfmeter, aber sowas wird halt nicht gepfiffen in FIFA. Schade, dass da nicht drin war. Wie Schmelzer schneller ist als Ribéry, also mit Ball schneller als Ribéry ohne. Was ist denn da los? Zweimal Glück gehabt. Schade, aber gut verteidigt. Ah, der trickst auch gerne. Oh, der war mal dran an dem Ball, weiß ich nicht.
wird den nicht bekommen können. Ich denke, bei solchen Spielern ist es wichtig, dass man ab und zu mal grätscht. Nicht so oft, weil das lassen sie dann meistens ins Leere laufen, aber ab und zu mal eine Grätsche auspacken ist dann meistens ganz gut, um den ihren Spielfluss zu stören. Am besten halt in der Situation, wo sie dann nicht einen Elfmeter bekommen oder einen leichten Freistoß. Ich denke, die Entfernung ist gut. Oder die ist okay. Schade, schöner Schuss. Aber wir kommen zu Abschlüssen, wir kommen zu Chancen. Jetzt vielleicht mal wieder ein Kopfballtor. Tolisso und Werner haben das letzte Mal. Oh, der war zu straff aufgezogen. Na also, Ribéry, wird auch mal wieder Zeit, dass man wieder ein Ding macht. Nice, schwacher Linker, schöner Abschluss. Zweite Chance, gut gedribbelt und dann auch verdeckt geschossen. Aber ich denke, der wäre auch so nicht haltbar gewesen. Aber es wird ultra schwer hier, das Spiel, das weiß ich. 93% der Pässe und der Gegner 92%, das sind natürlich krasse Werte. Waren wir wieder dran mit Bender. Tor, ja, es war klar. Den muss er aber auch machen. Aber wie gesagt, wir waren vorher wieder dran mit Bender und es hat halt nicht gereicht, um den Ball zu bekommen. Er bleibt halt einfach mit Palinho dran. Egal. Wir haben einmal ausgeglichen, wir gleichen nochmal aus. Das ist doch ein Foul. Meine Fresse. Kann er einfach rangehen, Tolisso? Weiß ich nicht, warum er das nicht macht. Schade. Hat er eigentlich nicht gut verteidigt, weil er hat einfach nichts gemacht. Hatte dann Glück, dass ich ihn anschieße. Es wäre sonst, denke ich, ein Tor gewesen. Oh, zweimal Alu, da haben wir einfach. Okay, es war Abseits. Also nur einmal Alu, das zweite Alu war von dem, der am Abseits stand, geschossen. Aber beim ersten Mal Alu, natürlich haben wir Glück, dass hier nicht 3-1 steht, weil dann wird es, denke ich, vor allem gegen den Spieler sehr schwer.
Schade, dass wir den Angriff nicht zu Ende spielen durften, aber egal. Sieht eigentlich ganz gut aus, ich gebe mir hier noch Chancen. Aber wie gesagt, der Gegner kann ja auch innerhalb von kürzester Zeit zwei Tore schießen, dann bin ich wahrscheinlich raus. Aber wir haben Chancen. Und es ist eigentlich, würde ich sagen, ein recht ausgeglichenes Spiel. Auch wenn der Gegner zurzeit führt und eine gute Chance zum 3-1 hatte. Wenn er noch 1 schießt, gebe ich mir noch eine kleine Chance, aber wenn er noch 2 schießt mit 3 Toren Vorsprung, das schaffe ich dann wahrscheinlich nicht mehr. Dann wird er auch wahrscheinlich viel defensiver spielen. Oh, was für ein schlechter Schuss von Arangis. Mann. Das Ding von Werner hätte aber auch schon reingehen können. Also das war jetzt eine schöne Doppelchance. Ach, Bender bekommt keine Ballkontrolle hin. Das hat er gut gemacht. Das hat er auch gut gemacht. Aber wir haben es auch gut verteidigt. Hat, glaube ich, nur 5-Sterne-Tricks oder so. Oder fast nur. Vielleicht eine Abwehr nicht. Weil er mit allen solche Rumgealber macht hier. Oh, Bender hat gelb. Ich soll ja aufpassen, mit ihm jetzt vielleicht nicht die fetten Grätschen auszupacken. Sehr geil gespielt, sehr geil gespielt, sehr geil gespielt. Ich glaube auch wieder Werner die Vorlage, ne? 2-2, alles wieder drin. Das weiß der Gegner auch. Schöner Laufpass. Ich gehe mal auf Defensiv, vielleicht kann ich damit ein bisschen kompensieren, was er da macht. Der gute Rang ist abgelaufen. Oh, er drückt Pause. Ja, können wir eigentlich auch Ribéry mal wechseln und Pulisic. Der ist zwar geil anfühlt, aber jetzt auch nicht wirklich viel gezeigt hat. Gelb sollte das sein. Ribéry hat auch seine Schuldigkeit getan, hat sein Tor gemacht. Wichtig. Hätte vielleicht noch mal schauen können, was da für eine Formation jetzt spielt, aber egal. Oh nein, das ist bitter. Macht er leider gut, macht er leider gut. Oh, er flankt rein. Bei ihm hätte ich eigentlich gedacht, dass er auf jeden Fall reindribbelt. Okay, wenn natürlich seine Flanken alle so gefährlich kommen, dann kann ich es nachvollziehen. Ich wusste es, aber das war zu einfach. Zu offensichtlich. Macht Werner eigentlich gut, weiß ich auch nicht, warum das kein Foul ist. Schön gemacht mit Arangis.
Er hat der Thomas einfach gefischt, ey. Danke. Tolisso! Nice! Spiel gedreht! Ich wollte gar nicht so vorne gehen, aber ist egal, nehme ich auch mit. Nice! Natürlich ein Lackertor, aber spielt keine Rolle. Und ich mache da nochmal eine Pause. Sehr geil. 1-0, 1-2. Jetzt haben wir doch ein 3-2 noch geschafft. Aber es ist auch die 70. noch lange nichts durch. Vor allem nicht gegen ihn. 4-3-2-1. Hat er schon die ganze Zeit diesen Costa? Das ist doch eine Legende. Oder hat er den eingewechselt? Lieber anders, hat er bestimmt auch eingewechselt, weil er hat da keine Connection zu Willian. Müssen wir mal gucken, ob er was geändert hat. Ne, sieht nicht so aus. Aber vielleicht wechselt er jetzt. Das war natürlich glücklich und schwierig auch dieses Tor, aber nice. Hat nicht gewechselt, oder? Der Pass darf nicht kommen. Scheiße. Den Pass hätte ich eher spielen müssen oder gar nicht, aber der war einfach in einem ganz schlechten Zeitraum. Also schon zu spät eigentlich. Oh! Durch alles durch! Das wäre ja krass gewesen, wenn das geklappt hätte. Zum Glück nicht. Schöner Pass von Schmelzer. Schon wieder Alu. Hatte doch, glaube ich, schon mal Alu, ne? Also, ein Ausgleich wäre auf jeden Fall verdient. Ein Unentschieden wäre gerechtfertigt. Die Führung ist nicht fair, aber ich hoffe, ich schaffe es trotzdem über die Zeit damit. Macht er nichts oder was? Doch, der rennt rum. Eine Ecke. Oh, 81. sehe ich gerade. Glaub, eine normale Ecke mache ich mal noch. Die war auch nicht schlecht und kein Elfmeter. Ach Gott. Das war, glaube ich, auch ein Elfmeter wieder, aber egal. So, wenn jetzt ein Ball bekommt, geht auf Zeitspiel. Antizipiere ich zwar, dass er da hinspielen will, aber es reicht nicht. Abseits, okay, bringt Zeit. Wo kommt denn da nicht näher ran? Nice. Ich will ihn natürlich nur verwirren, weil ich logischerweise hier rüberflank. Für den Stellungsfehler. Jetzt machst du mir das Zeitspiel. Also, jetzt muss schon ganz viel schief gehen, damit ich das nicht gewinne. Oh, zum Beispiel muss ich so dumm sein und halt auch kein Zeitspiel machen. Und der Gegner nutzt es aber dann zum Glück nicht aus. Er ist noch ein Tor, das ist natürlich meine Schuld, weil ich das Zeitspiel nicht durchgezogen habe, aber hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt.
Ist kein verdienter Sieg, unentschieden wäre definitiv gerecht, aber ich freue mich natürlich und wir haben es geschafft in der Aufnahme beide Spiele zu gewinnen. Jetzt brauchen wir glaube ich noch zwei Siege für Gold 3. Arangues, Tolisso, hat die Werner nicht eins? Und Ribéry, Vorlagen, ach Werner hat die Vorlage. Und Bender. Sehr schön. Okay, der hat echt total oft daneben geschossen, sehe ich gerade. Egal. Silber 1, noch zwei Siege aus 10 Spielen. So schlecht sieht die Statistik gar nicht mehr aus, muss ich zugeben. Also stand war glaube ich schon schlechter da nach 15 Spielen, aber es ist trotzdem jetzt nicht wirklich gut. Gold 3 sollte auf jeden Fall drin sein. Ich hoffe, wir schaffen noch Gold 2 und alles andere. Schauen wir weiter. In diesem Sinne, die restlichen 10 Spiele mache ich dann in Ruhe am Sonntag. Also bis morgen. Tschüss.